eins haben wir alle gemein, wir werden gerade überrumpelt von den Entwicklungen im E-Commerce. Das ist extrem schnell. Also oftmals ist es ja so, wenn wir über Onlinehandel reden, reden wir eigentlich über Amazon. Ein Unternehmen, was mit einer unglaublichen Geschwindigkeit unterwegs ist, was in Deutschland so roundabout nach unseren Berechnungen 40% des Online-Umsatzes auf sich dann auch vereint. Sie haben es hier mit einer, im wahrsten Sinne des Wortes, Verkaufsmaschine zu tun. Was ich auch persönlich empfinde, wenn ich die Gespräche habe mit Händlern auch, mit Geschäftsführern und mit Vorständen, dann merke ich, dass da auch Unsicherheit zu dem Thema besteht und dass man nicht mehr in der Lage ist, diese Schnelligkeit der Entwicklung wirklich in die eigene Organisation zu spiegeln. Und ich glaube, das ist das größte Problem. Und vor so einem Hintergrund ist der Austausch, glaube ich, das Wichtigste, was wir jetzt bieten können. Also ich wage mal die kesse Behauptung, dass es eigentlich kein Unternehmen gibt, was jetzt wirklich mit einer stationären DNA daherkommt, sei es ein Händler, sei es ein Hersteller, dass sie diese Herausforderung ohne Hilfe von außen meistern können. Da brauche ich ganz andere Fähigkeiten, ich brauche in vielen Fällen auch eine ganz andere Denkweise. Wie können wir selber eine Innovationskultur schaffen, um uns selber immer wieder neu zu erfinden? Wenn wir uns hier umschauen, dann sehen wir vor allen Dingen gute Leute, die Lust auf das Thema haben. Die haben Lust auf Innovationen. Die haben Lust, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Die haben Lust, das eigene Geschäftsmodell auch in Frage zu stellen und sich weiterzuentwickeln. Wir alle spüren, es gibt eine völlige Veränderung. Die digitale Revolution fängt an. Es ist nicht nur die digitale Revolution, es gibt auch in anderen Bereichen Innovationen, die uns verändern. Ich glaube, was wichtig ist, ist zu begreifen, Innovationen stehen nicht da im alten Denken, sondern wir fangen an, anders zu denken, werden, wenn man so will, andere Menschen. Gesellschaft funktioniert irgendwann anders. Und wenn man das einmal sehr tief begreift, schaut man auf die Zukunft sozusagen mit einer moderneren oder auch zukunftsfähigeren Perspektive. Es ist phänomenal, wie Kai und der Adrian hier die ganze Szene hier zusammenbringen. Jetzt mit der BeInsight das absolute Highlight, das dritte Mal, perfektes Timing, direkt vor der Demexco. Location könnte nicht besser sein und man merkt das einfach. Diese ganze Atmosphäre hier ist locker, großer Austausch und macht einfach Spaß hier zu sein. Wenn man im Unternehmen arbeitet, dann ist man relativ schnell betriebsblind, weil man beschäftigt sich sehr stark mit seinen eigenen Prozessen, mit seinen eigenen Produkten. Und das ist immer wieder wichtig, einfach mal einen Schritt rauszugehen, sich mit Leuten aus der Industrie oder aus dem Handel auszutauschen. Und dafür sind so Events wie jetzt hier einfach Gold wert. Es sind viele Entscheider hier. Du hast die Möglichkeit, viele Themen sehr relevant, sehr knackig auf den Punkt zu besprechen. Das Schöne ist halt, dass die Vorträge gewissermaßen auch den Zeitgeist aufgreifen, die Themen, die wir gerade haben und die uns die nächsten Tage beschäftigen werden. Es wird noch viel schneller werden und wir werden uns irgendwann zurückerinnern an diese Zeit und sagen, das war die gute alte Zeit. Das können wir uns jetzt nicht vorstellen, aber ich glaube, es ist absolut wichtig, jetzt die richtigen Weichenstellungen zu legen. Wir reden über eine Thematik, die letztlich für den Erfolg von Unternehmen entscheidend sein wird. Das ist diese Brisanz, mit der wir uns hier beschäftigen. Und das macht spannend.